Digital-Tacho Pro können wir hier über die View-Taste, das heißt also Ansicht oder Ansichten, steuern. Also das hier ist die hauptklassische Ansicht. Wenn ich da drauf drücke, dann ändert sich das. Wenn ich jetzt nochmal drücke, nochmals. Und dann kommen wir auch wieder zu dieser Ansicht zurück. Mit diesen Tasten hier links und rechts kann ich das Menü wechseln nach links und rechts. Dann sehen wir hier oben Reichweite. Hier sehen wir Assistenten, kann man jetzt hier auch noch aufrufen. Die Navigation, aber auch nur, wenn die Karte hier eingeblendet ist. Wenn die rausgenommen ist, dann würde es so aussehen. Audio, da kann man Fahrzeugstatus, Reichweite, Assistenten, Navigation wieder. Ich gehe mal in die Reichweite und dann zeige ich euch die nächste Funktion. Dann kann man über die Schaltflächen hier oben und unten, kann man dann nämlich weiterhin das steuern. Wenn ich jetzt nach unten klicke, sehen wir, hier taucht ein weiteres Menü auf. Hier kann ich jetzt zum Beispiel Trip mir anzeigen lassen, Verbrauch aktueller oder die Übersicht. Und wenn ich dann jetzt Menüpunkt weitergehe, dann kann ich mir da auch entsprechende Sachen anzeigen lassen. Wenn ich mir zusätzlich, ich wechsle einmal die Ansicht, jetzt haben wir diese Ansicht, die relativ nichtssagend ist, aber ich kann mir von drüben, also vom Discover Media, die Karte rüberholen. Und das funktioniert so, dass ich entweder hier drauf gehe, dann Karte im Kombi-Instrument anzeigen. Dann ist hier aber nichts mehr, sondern nur noch hier. Dafür haben wir hier eine große Ansicht. Jetzt nochmal in den anderen Ansichten, wie das dann aussieht, zwischen den Tacho sozusagen. Und dann gibt es eine weitere Möglichkeit. Wenn ich das wieder zurückhaben will, dann mache ich mal einmal so. Jetzt ist die Karte wieder hier. Und hier klicke ich jetzt auf OK. Hier klicke ich jetzt einmal auf die Pfeiltaste nach unten. Und jetzt könnte ich mir hier anzeigen lassen. Also hier kann ich ja jetzt nicht nur Ziele wählen, sondern ich kann ja auch einfach Karte anzeigen machen. Und dann taucht hier die Karte auf. Wenn ich jetzt die Pfeiltasten hoch und runter nehme, dann würde sich der Maßstab ändern. Und wenn ich die Karte wieder weg haben will, dann muss ich hier drüben im Discover Media einmal klicken, aus dem Kombi-Instrument nehmen und das war's dann. Es gibt weitere Konfigurationsmöglichkeiten des Tachos. Ich wechsle jetzt mal wieder auf die klassische Ansicht. Und jetzt sehen wir links und rechts jeweils Zielführung nicht aktiv. Und ich kann jetzt drüben im Discover Media, also beziehungsweise Infotainment, müsste ja ausreichend sein, auf K gehen. Dann haben wir hier unten Auswahl und den Punkt Digital Cockpit. Das kommt uns schon mal bekannt vor, weil wir haben jetzt nämlich Ansicht 3, Zielführung links und rechts. Und da steht jetzt Zielführung nicht aktiv. Hier haben wir mehrere Ansichten, Ansicht 2, Ansicht 1, Ansicht 3 und die Klassik. Einmal hier schauen. Hier sehen wir jetzt P und 0. Das sind die Sachen, die da eingestellt sind. Wenn ich das jetzt ändern möchte, dann geht das nicht in der Klassikübersicht, sondern nur in der Ansicht 1, 2, 3, die ich mir dann individuell programmieren kann. Zum Wechseln muss ich einfach hier nur die Sachen runterziehen. Beschleunigung, Audio, Höhe, Kompass, Zielinfos, Reichweite, Verkehrszeichen, Zielführung, Fahrerassistenten, Fahrzeit, ja, Fahrstrecke, Verbrauch, Beschleunigung. Selbiges können wir auch auf der rechten Seite auswählen, Fahrerassistenten. Und ich zeige das parallel hier nochmal im Cockpit, damit ihr auch seht, dass da was passiert, wenn ich das so durchzwitsche. Also hier sehen wir mal die Höhe auf der linken Seite, den Verbrauch,
den Kompass, Beschleunigung, Zielinfos, ne, die sind jetzt gerade nicht aktiv. Audio haben wir jetzt auf der rechten Seite, Reichweite, Verkehrszeichen, Zielführung. Ich kann euch auch nochmal zeigen, wie das mit Zielführung aussieht. Dafür wähle ich kurz ein Ziel aus. Jetzt wechselt er quasi von dieser Kompassansicht auf die Routenführung. Das heißt, ich soll jetzt erstmal zur Straße hinter uns in 40 Metern fahren und dann würde er beginnen. Ich schalte mal die Karte dazu, dann ist das hier so ein bisschen plastischer. Also in der Mitte haben wir quasi dann die Kartenansicht und links die Zielführung. Wenn ich die jetzt nochmal durchswitche, also diese Ansicht ändere, dann kann ich jetzt auch hier einfach Fahrerassistenten, Fahrzeit, ab Kilometer gefahren, Verbrauch, das ist die Beschleunigung, Audio. Das kann ich jetzt hier alles nochmal auswählen und anpassen. Und wenn ich da in der Mitte die Karte wieder rausnehme, dann würde er mir da auch die Zielführung anzeigen. Dafür gehe ich nochmal hier einmal rüber. Karte aus Kombi-Instrument. Jetzt ist die Karte raus, jetzt werden die Fahranweisungen da in der Mitte angezeigt. Also das Pro-Cockpit kann man sich nach seinen individuellen Wünschen gestalten in Einschränkungen, unter anderem hier ja auch, dass man die Karte nur entweder im Digital-Tacho oder im Discover Media anzeigen lassen kann. Und außerhalb des Pro-Tachos sehen wir jetzt die klassischen Sachen wie Tankanzeige und Motortemperatur. Das zum Digital Cockpit Pro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr euch bedanken möchtet, abonniert gerne den Kanal.